So, letzter Tag auf Sizilien. Viele von euch haben gesagt, mach doch mal Urlaub. Und das mache ich auch. Ich mache nämlich das, was mir Spaß macht. Joggen, YouTube-Videos drehen und durch die Gegend reisen. Und heute möchte ich mich mit dem Thema Querdenkenanwälte mal wieder auseinandersetzen. Da gab es dieses, ja, groteske oder unfreiwillig komische Video des Bundeskanzlers Dr. Rainer Füllmich, der an der Kamera vorbeischauend von einem Teleprompter ablas und erklärte, was er also in diesem Planspiel als erstes tun würde, wenn er denn vom Bundespräsidenten aufgefordert werden würde, das Bundeskanzleramt zu übernehmen. Und erstaunlich dabei ist, Herr Füllmich bemühte sich um Seriosität, auch um rechtliche Präzision, nur es ist ihm nicht so recht gelungen. Beispielsweise hatte er fein den Föderalismus differenziert, als er sagte, als Bund, als Bundeskanzler, könne er nicht alle Maßnahmen, zum Beispiel die Abschaffung der Maskenpflicht, verordnen. Er könne es nur in bundeseigenen Behörden oder Wirkungsbereichen tun und ansonsten würde er es lediglich empfehlen. Und das klang so, als würde er hier einen Knicks vor dem Grundgesetz machen und nicht in die Länderautoritäten eingreifen wollen. Aber hatte er schon übersehen, dass es das Infektionsschutzgesetz gibt als Bundesgesetz, wo er ja durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, auf Bundesebene im Wege der konkurrierenden Gesetzgebung Regelungen zu treffen, die auch für Länder bindend gewesen wären. Aber ja, die Politik nimmt natürlich Rücksicht auch auf Länderinteressen und so sind es dann eher diese Elefantenrunden, wo solche Sachen beschlossen werden. Unabhängig davon, man kann jetzt fragen, ob das eine schlaue Idee wäre, Impfungen allesamt auszusetzen, ein Moratorium dafür zu verhängen. Aber es ist natürlich genau das, was die Gefolgschaft erwartet von einem Bundeskanzler Füllmich. Und da hatte ich eine Anfrage von Extremismusforschern aus England, die mich fragten, wie kommt es eigentlich, dass gerade Juristen bei Verschwörungstheoretikern so erfolgreich sind? Und da muss man sich vielleicht mal betrachten, wie funktionieren eigentlich Verschwörungstheorien und wie funktioniert eigentlich das Denken und der Umgang mit Argumenten. Als Verschwörungstheoretiker bin ich es gewohnt, dass ich vom Mainstream abweiche. Ich muss die Bereitschaft haben, von einer normalen Argumentation abzuweichen. Auf der anderen Seite habe ich eine Sehnsucht danach, Bestätigung, logische Bestätigung zu finden. Das findet man einerseits dadurch, dass man Widersprüche aufdeckt. Manche sind so weit, dass ein Widerspruch schon ausreicht als Beweis fürs Gegenteil. Also weil sich eine Bundesregierung beispielsweise oder die etablierte Forschung schon korrigieren muss oder sich in einzelnen Bereichen widerspricht, weil der eine Wissenschaftler so und der andere anders sieht. Deswegen glauben viele Verschwörungstheoretiker schon, es kann nicht sein und das Gegenteil müsse wahr sein. Und das ist der letzte Sprung, der so fatal dabei ist, weil es ist natürlich richtig, dass man alle politischen Entscheidungen, wissenschaftlichen Erkenntnisse in Frage stellt. Doch nur weil sich eine Erkenntnis als falsch erweist, muss es nicht bedeuten, dass die Verschwörungstheorie, für die es gar keinen Beweis gibt, dann die richtige ist. Aber in diesem Umfeld haben die Menschen die Sehnsucht nach Bestätigung. Und da gibt es einerseits Wissenschaftler, die eine krude Theorie vertreten. Die werden aber relativ schnell und leicht entlarvt. Also einem Herrn Bhakti kann man manchmal mit einfacher Algebra nachweisen, dass die Zahlen, die er vorbringt, einfach vorne und hinten nicht stimmen. Da ist es gut, wenn man eine Wissenschaft hat, die eben nicht widerlegbar ist mit numerischen Beweisen, sondern die darauf aufsetzt, dass man Positionen vertritt, unterschiedliche Positionen vertritt. Und Jura genießt an der Stelle eine großartige Autorität. Wenn man sagt, das ist aus rechtlichen Gründen so, dann sind die Leute oft bereit, dem zu glauben. Und das ist der Grund, warum Quatschjura im letzten Jahr so erfolgreich war, als es beispielsweise darum ging, Argumentationsleitfäden bereitzustellen, dass Menschen, die in einem Laden mit fehlender Maske abgewiesen werden, das AGG, das Antidiskriminierungsgesetz, anführen dürfen und dann den Ladenmitarbeitern androhen, sie würden sich strafbar machen wegen Nötigung und Körperverletzung und dergleichen. Das hat funktioniert und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema Quatschjura so viel auseinandergesetzt habe, weil die juristischen Argumente zunächst einmal nicht so leicht zu widerlegen sind. Und die Stars in dieser Szene sind eben häufig Juristen, die unter dem Eindruck von Seriosität Positionen transportieren, bereitstellen, die sich gut vermitteln und weiter transportieren lassen. Und dass in diesem Zuge ein Rainer Füllmich Bundeskanzler im Planspiel wird, ist dabei durchaus konsequent. Man kann sich fragen, wann werden denn die Follower vom Glauben abfallen, nachdem sie ja
850 Euro plus Mehrwertsteuer bezahlt haben oder 800, ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, für eine Sammelklage, die natürlich nie erhoben worden ist, nachdem sie mobilisiert worden sind für eine Abmahnung und Klage gegen Professor Drosten, die nie erhoben worden ist, oder für eine Klage gegen den Volksverpetzer, die zwar eingereicht wurde, wo aber schon das Gericht nach der noch vor der Klage Erwiderung darauf hingewiesen hatte, dass die Klage, so wie sie ist, schon abweisungsreif ist, weil der Antrag nicht einmal richtig gestellt wurde. Und da zeigt sich dann wieder, dass natürlich in diesen Kreisen die Anhänger immun sind gegen Widerspruch. Also wenn ein Gericht sagt, das ist Quatsch, es gibt keine Sammelklagen in Deutschland, dann ist das nur ein Beweis dafür, dass wohl auch dieses Gericht zum Establishment gehört. Also man ist zufrieden mit kleinen Erfolgen, die vielleicht auch nur darin bestehen, dass man eine Klage erhoben hat. Und in diesem Zuge ist es klar, dass die Stars natürlich ihre Gefolgschaft genau damit bedienen. Und vermutlich ist selbst einem Kollegen Füllmich völlig bewusst, dass die Klage gegen Volksverpetzer oder gegen Herrn Drosten oder gegen die Queen und den Papst nicht die geringste Aussicht auf Erfolg haben. Aber darauf kommt es nicht an. Man bedient seine Gefolgschaft. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Die ökonomische Seite von Verschwörungstheorien führt dazu, dass sich die Anführer immer weiter radikalisieren und immer weiter auch ihre Gefolgschaft bedienen müssen. Dann gibt es natürlich die einen, die lebten von Spendengeldern, das haben wir schon mehrfach hier beleuchtet, die konkurrieren teilweise natürlich auch um geringer werdende Spendenbereitschaft, wenn die Pandemie sich dem Ende zuneigt oder die Menschen nicht mehr so bereitwillig spenden. Das sieht man dann auch an den Verteilungskämpfen, die dann innerhalb der Querdenker selbst stattfinden. Es gibt allerdings auch Berufsgruppen, die nicht darauf angewiesen sind, ein PayPal-Konto drunter zu schreiben. Manche machen es trotzdem, ich weiß. Die trotzdem gut verdienen können, selbst wenn sie nur einige Mandate von Querdenker-Anhängern bekommen. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob ich eine große Kanzlei führe, die darauf angewiesen ist, in der Öffentlichkeit stehenden Unternehmen beauftragt zu werden. Oder gar, wenn ich ein Unternehmen führe, was darauf angewiesen ist, eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung insgesamt zu haben, oder ob ich mit einer Splittergruppe von 2-3% der Bevölkerung leben kann. Ein Dachdecker, der zum Beispiel sagt, er würde jeden rausschmeißen von seiner Belegschaft, der sich impfen lässt, der bekommt natürlich einen ordentlichen Shitstorm, hat aber so viel Zuspruch dann von einer kleinen Gruppe von Leuten, die das großartig finden, dass man selbst davon wiederum leben kann. Und das ist bei Anwälten genauso. Als Anwalt, insbesondere als Einzelkämpfer, brauche ich nicht viele Mandanten, und die Gefolgschaft, wenn diese nur ein 0,5% der Bevölkerung ausmacht, reicht dabei völlig aus, selbst wenn ich regionale Schwerpunkte habe, um davon gut leben zu können. Und das erklärt, warum man immer weitermacht, auch mit kruden Positionen. Vielleicht kann jemand mal den Link hier drunter setzen, wo Rainer Füllmich von blauem Licht erzählt, wie also junge Menschen programmiert werden sollen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Herr Füllmich das selbst glaubt. Er zitiert das auch in indirekter Rede, aber er bedient damit seine Gefolgschaft, und das reicht aus. Insofern ist das durchaus plausibel, allerdings, was die Kanzleransprache betraf, eben nicht ganz plausibel oder nicht ganz stringent, weil als Kanzler würde ich mir eigentlich wünschen von einem Querdenken-Kanzler, dass er konsequenter durchgreift. In diesem Sinne, bleibt gesund.